over. Schönen guten Tag, liebe Freunde. Willkommen zum wohl grafikaufwendigsten Spiel ever in der Geschichte auf meinem Kanal. Willkommen zu, wie heißt das Spiel eigentlich? Autobahnraser 4. Hatte ich ja schon, na, hatte ich eigentlich nicht angekündigt, aber ich hatte gedacht, ich will mal so ein kleines Spaßspiel machen und das ist es nun. Wir probieren es einfach mal. Ich habe das früher, als es rauskam, vor keine Ahnung wie viel tausend Jahren, habe ich es mal ganz gerne gespielt. Es läuft tatsächlich mit 26 Frames. Mehr ist nicht drin, mehr geht einfach nicht. Ich glaube, das Spiel ist auch nicht auf mehr programmiert und es hat eine hypermoderne hohe Auflösung, die man auch nicht ändern kann. So. Ich muss gerade mal überlegen, wie das hier war. Wettkampf war das, ne? Genau, wir können mal, können wir nämlich hier. Spielstand und so. Zack. Moment, muss ich aha. Es geht, okay. Das hast du erst entfernen. Aha. So, und jetzt dürfen wir unseren Charakter auswählen. Hier gibt es. Habt ihr im Intro schon gesehen? Den Newton Money aus Stuttgart. Den Klausi Mausi aus München mit seinem ultra schnieken Designeranzug. Der coole Jens aus Hamburg mit seinem. Ich überleg gerade, steht da nirgendwo, ne? Mit seinem super Golfwort, das da sein soll. Hier, Thomas die Soße, oder wie der Typ heißt. Aus Dortmund. Ist Musiker. Komisch. Alter, Detlef die Soße, scheiße. Egal. Dann die Julia mit ihren gemachten Brüsten. Aus Berlin. Schauspielerin. Natürlich. Der Quotentürke. Nein. Eihan aus Frankfurt. Und dann waren wir bei Money. So, ich weiß, was nehme ich denn? Ich glaube, hier nehmen wir Money. Der ist cool. Ich glaube, es ist scheißegal, wie du nimmst. Die sind alle gleich. Ja, komm, Mittel ist ja egal. Ja. Ach so, das ist unser Profil jetzt, ja. Willkommen beim Rennen Berlin-München. Du hast 0 von 30 Punkten, Preis nichts. Du brauchst 15 Punkte, um dich für den Deutschland-Wettkampf zu qualifizieren, Gedöns. Aha. So, ich hoffe, die Aufnahme bleibt jetzt auch an. Ah, ja, genau, ne? Wir können hier Geld einsammeln, das seht ihr gleich auf der Strecke. Das ist alles ganz arcade, das ist einfach nur just for fun. Ich finde, ich habe das Radio immer nur gefeiert. Da müsst ihr gleich mal drauf achten, das Radio finde ich geil. Und mit dem Geld können wir uns dann halt hier irgendwelche Sachen kaufen. Wir können hier noch den Wagen ändern. Ich lasse hier mal hier einen quietschlebendigen Orange. Ich hoffe, die Aufnahme macht jetzt genau das, was ich auch will. Hoffe ich zumindest. Und wenn es ein bisschen ruckelig vorkommt, das ist normal. Das ist das Spiel. Natürlich, so ein Spiel spielt man nicht mit Lenkrad, nicht mit Controller, sondern mit Tastatur. Alter. Kann man hier auch die... Alter. Ah, nein, aber Geld. Wie drücke ich denn jetzt hier? Nein. Wo ist denn jetzt hier Nitro? Alter. Diese Grafik. Wo ist denn jetzt hier scheiß Nitro? Warte mal, hier, das Geld müssen wir... Lacht denn die Wetterkulte für morgen? Berlin bleibt unter wechselhaftem Wettereinfluss. Ab und zu muss mit Schauer... Oh, die Bullen! So, auf ein neues, ich glaube, das Spiel mag die X-Tory nicht so. Und jetzt schnappe ich mir direkt am Anfang mal. Boah, hier das Dings. Alter. Ich habe immer das Geld bekommen, ey. So, wo habe ich. Ich weiß nicht, wo die Taste für Nitro ist. Ich habe keine Ahnung. Hey! Auto, LKW, Gedöns. Lacht denn die Wetterkröte? Ja, ja. Alle Berlin Tufte. Die Wettereinfluss. Ab und zu muss mit Schauern gerechnet werden. Doch die meiste Zeit bleibt trocken. Die Temperaturen pendeln zwischen 17 und 20 Grad. Tja, Hammer in the City. Nitro! Oh. Geld! Hallo. Ich bin hier der König. Oh. Thomas, was machst du da? So, wo ist jetzt hier Geld? Da ist Geld, da ist Geld, da ist Geld. Oh, ah, oh, ah. Ah, oh.
Huch! Ich hab doch nichts gemacht, Herr Kommissar. Ich war ganz brav. Nitro, ey, hallo, das ist mein. Ey, du Arsch, das ist mein Nitro. Warte mal, jetzt ja. Weg ja. Oh yeah, Mucke, und geil! Hier noch eine Blitzer-Blitzer-Warnung. Fuß vom Gas auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige schwarze Kästchen, die Schnappschüsse zu überhöhten Preisen schießen. Oh. Flitzer-Blitzer-Warnung, Alter. Junge, nimmt direkt meinen halben LKW mit. Richtig. Finde ich super. Warte mal, hier geht jetzt. Oh. Fuck, Moment. Na, das war's. Dankeschön. Müssen wir gewinnen? Ja, ne? Wäre von Vorteil, glaube ich. Warte mal, den schnappe ich mir jetzt noch hier. What the fuck? Ich glaube, hier hinten war auch kein Geld. Nö. Ja, kacke. Dritter. Noch kackriger. Gas geben. Scheiße. Der wilde Mann ist unterwegs. Der hat aber keinen... Sigrid, der hat gar keinen Mann auf seinem Nummernschild. Ich dachte, die hätten immer so die Initialen ihrer Namen da drauf. Wo wir schnell noch den Schlüssel mitnehmen, damit wir auch keinen Schaden bezahlen müssen. Ey, die Musik finde ich so. Geil wäre der falsche Ausdruck. Alter. Alter. Geil wäre der falsche Ausdruck, aber lustig, kann man sagen. Das gilt. Eins. Fuck. Ah, nein. Oh. Willst du mich? Manni, was machst du denn da eh? Es ist unglaublich schwer hier zu fahren. Es ist unglaublich schwer hier die Kontrolle zu... Alter, brennt der? Nee, das ist Nitro, ne? Nee, der brennt doch. Nee, das ist Nitro. Das ist aus, als ob der brennt, ey. Alter, es ist wirklich... Ich stell mich nicht doof an, es ist einfach unglaublich schwer hier zu fahren. Ham. Ich bin letzter. Nein, bin ich gar. Oh, Junge. Was für Musik. Nein! 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 Dritter. Ey, du kriegst die Autos unter Kontrolle. Ja, ja, es kommt, ist gut hier, ey. So, Glückwunsch, Patrick, du hast deine eigene. Ja, ich bin. Ich bin nicht möchte. Arschlöcher. Ah, schön. Nee. Das hätte es zu meiner Zeit damals nicht gegeben. Nee, die Jugend von heute. Nee. Kein Respekt vom Alter. München. So, wir können jetzt, ne? Ach so, wir können uns quasi Nitro für den Start voll kaufen. Macht aber keinen Sinn, finde ich. Deswegen hier, Tuning. Hat er nicht akzeptiert, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Scheiße. Bis am nächsten Mal schauen. Das ist doch Scooter. Das ist, oder nicht? Oh, danke fürs Anschub. Alter, hau ab da. Ich fand das Radio schon immer... Ja, man kann doch sagen, geil. Also, im Sinne von lustig, ne? Hui! Und da werden Kindheitserinnerungen wach, das glaubt ihr gar nicht hier bei diesem wunderbaren Racing-Spiel mit dieser, ich möchte es nochmal erläutern oder andeuten, prachtvollen Grafik. Hast du uns nirgendwo sowas? Achtung, es erfolgt eine wichtige Mitteilung. Da die Biergärten aufgrund des nassen Sommers zu leer sind, haben die Inhaber beschlossen, an jeden, der ohne Regenschutz dort mindestens eine Stunde ausharrt, zwar gratis Mos Bier auszuschenken. Also, was? Bier gegen nasse Unterhosen. Okay. Schön Mos Bier. Blöderweise regnet es hier nicht. Oh, Alter. Hau ab. Einfach alle von der Straße schieben, was geht. So mache ich das auch immer. So, hier ist Kohle, da brauche ich meins hier, Alter. Ja. Und hier immer schön Nitro. Wo ist jetzt hier? Wo muss ich lang? Wo ist Kohle? Wo geht's hier? Rechts. Oh. Hallo. Ja, was wartet ihr denn hier? Gibt's nichts. Kommt nichts. Oktoberfest ist nicht hier. Alter.
Junge, wir sind ja aggressiv. Aggressiv. Wenn wir schon beim Thema sind, die ja. Aussichten für die kommenden Tage. Endlich wieder Sonne. Wie sich's gehört für Bavaria-Land. Es wird heiter bei fantastischen 23 Grad. Lasst den Sommer in eure Herzen mit den sonnigen Hits von Radio Switch FM. Was? Radio Switch FM? Aber der Beat ist cool. Da kann man sich dran gewöhnen. Aber das ist immer dasselbe, ne? Ah, okay. Ich hoffe, ich kriege da keine Probleme mit der GEMA oder sowas. Das wäre zu ärgerlich. Aber ich denke mal, das ist... Alter! So, jetzt hier, komm. Jetzt hier, volles Rohr. Also, wir sind ja in München. Spricht man nicht so, ne? Wo sind die anderen? Die kriegen auch gar nichts hin, ne? Hi. Hallo. Weg da. Ich muss hier lang. München. Auf der A9 Richtung München unterwegs der Manfred. Im Alter von 80 Jahren in seinem... was ist das eigentlich für ein Auto hier? Keine Ahnung. Hier noch eine wichtige Verkehrsmeldung. Wer mit dem Auto in der Innenstadt unterwegs ist, sollte die Erhardstraße und die Steinsdorfstraße weiträumig umgehen, okay. Die aufgrund der Isar-Gaudi gesperrt sind. Party on! Nee, keine Party on. Aber wir haben gewonnen tatsächlich. Hey, hey! Ich bin begeistert. So, müssen wir jetzt echt warten, bis die anderen Spackos im Ziel sind? Jens ist da, Thomas ist da. Wer fehlt? Der Schlüpfträger Klaus. Nee. Der Eihahn. Ich kann auch einfach Dings drücken. Was? Ja. Ja, korrekt. diese Reaktion, ne? Ach, schön. Ja, ich möchte sagen, souverän gewonnen. Wie sieht sich das für ein... Manni, was ist los? Du hast gewonnen. Ich schmab. Berlin. So, ihr geht auf nach Berlin. So, wie kann ich jetzt hier drücken? Nein, drücken. K, um zu kaufen. Aha. 20.000. Okay. Haben wir nicht. So, Berlin 2. Jetzt sind wir wieder hier richtig Heimat und so, weißt du? Jetzt können wir hier wieder 10, wer hier König of Street ist. Hallo, ich will fahren. Ich will fahren. Ach, die Julia ist wieder am Start. Nee, Quatsch. Das ist ja... Ah ja, wir haben noch Nitro vom letzten Mal. Hahaha. Achtung, Schweinealarm. Nee, was? Abend wurde eine Familie im Tiergarten je beim Grillen durch ein Wildschwein unterbrochen. Der Familienvater konnte sich nur noch durch einen Sprung in den neuen See vor der wild gewordenen Sau retten. Mittlerweile wurde der ungewöhnliche Besucher wieder zurückgebracht in den Berliner Forst. Schwein gehabt. Ha! Schwein gehabt! Oh mein Gott. Hätte der direkt ihr Wildschwein nehmen sollen? Schön auf dem Grill, wenn sie schon beim Grill war. Nachspeise, wenn sie schon freiwillig kommt. Warum nicht? Schweinealarm. Bei Musik ist immer die gleiche, habe ich das Gefühl, ne? Alter! Normalerweise noch eine Blitzerwarnung. Fuß vom Gas auf der Prenzlauer Allee. Dort stehen seit heute Morgen unauffällige schwarze Kätzchen. Ach, die schon wieder. Zu überhöhten Preisen schießen. Was würde ich sagen? Habe ich vergessen. Danke. Scheiß Nachrichten hier bei Blitzer. Wer braucht jetzt schon? Ich kann nicht fahren. Geld! Money! Nee, ich bräuchte hier noch. Eigentlich müsstet ihr noch so einen Sender, so was wie. Wie heißen die Gedönssender? WDR4 oder so ein Sch. Nee, ist der WDR4? Ich weiß es nicht. WDR4 eben. So schön Volksmusik für Money. Weil das ist ja. Ältere Generation, sage ich jetzt einfach mal, ohne jemanden. Nee, ohne was falsch sagen zu wollen. Und die hören ja meistens nicht so hier Techno-Gedöns. Aber gut. So, jetzt hier, komm, Money. Hauen sie rein. Ich fahre mal hier lang. Alter. Wie habe ich das früher so gut gespielt? Radio
Swoosh FM. Swoosh FM. Ach, herrlich, ey. Wie lange ich das schon immer gespielt habe. Ausrufalarm. Ja. Für alle wieder unter euch, bleibt lieber zu Hause, denn die Sterne prophezeien nichts Gutes für heute. In der Liebe geht's bergab und die Finanzen stehen auch nicht zum Besten. Bleibt also lieber im Bett und lasst euch von uns aufmuntern mit den neuesten Hits und den besten aus den letzten zwei Jahrzehnten. Das ist Radio Swoosh FM. Radio Swoosh FM. Ah, Geld. Money, money, money. Ha, Money, habt ihr ja verstanden? Wo sind die anderen Spongos? Mann, ihr habt ja gar keine Konkurrenz hier. Guck mal. Oh. Hauptsache kurz vom Ziel schön um einen Betonpfeiler krachen. So ist das richtig. Aber ich kann ja Enter drücken, ne? Richtig. Ja, Money. Die alten Skin wieder hier. Wie Silber? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Hier, yeah, ich kann das noch. Oh, oh, meine Hüfte, meine künstliche. Oh, yeah. So, was kommt jetzt wieder? Was? Warum? Ah, willkommen beim Deutschlandrennen. Du hast, ja.